Was für eine clevere Kombination aus Feature Phone und integriertem Ladecase für die Wireless Earbuds. Das Nokia 5710 Express Audio stellen wir euch in diesem Video vor. Hallo, ich bin Stefan von Brodos. Und ich bin Markus von Brodos. Markus, Nokia macht ja immer wieder Retro-Telefone. Express Music war eine Serie Ende der 2000er Jahre. Smartphones gab es damals noch nicht in der Bandbreite, also Feature Phone, das dann besonders gut geeignet war, Musik zu hören. Und jetzt haben wir die Neuauflage. Ja, mit dem 5710 Express Audio. Okay, also das hat sich von Express Music zu Express Audio entwickelt. Dann lass uns mal zunächst über die Standard-Features sprechen. Ich sehe ein Farbdisplay, wie groß ist das? 2,4 Zoll. Okay. Und wenn man jetzt einmal ins Menü reinschaut, dann ganz schnell durchgegangen, Anrufprotokoll, Kontakte, Galerie und Kamera sehe ich. Heißt, die Kamera ist wie gut? Ja, 0,3, also kannst ein Foto machen, aber sicherlich nicht so hochauflösend. So, und nachdem auch Internet dasteht und Facebook, brauche ich auf jeden Fall eine Internet-Coverage. Das heißt, ich habe Dual-SIM, zeige ich hier auch nochmal, sind also zwei SIM-Karten. Und die sind natürlich 4G-Netz unterwegs. 4G-fähig, genau. Okay. Dann lass uns nochmal, wenn man Facebook schon sieht, auch nochmal über WhatsApp sprechen. Wie sieht es da aus? WhatsApp ist leider nicht on board. Okay, weil ist ein proprietäres Betriebssystem von Nokia, Serie 30 Plus, damit nicht. Aber jetzt kommen wir zu dem wirklich coolsten Feature, die ich irgendwie jemals bei einem Feature-Phone gesehen habe. Nämlich, ich zeige es jetzt mal auf der Rückseite, das integrierte Ladecase für Wireless Earbuds. Also das ist ja wirklich total clever. Kennst du sowas, Markus? Noch nie gesehen, aber ich finde es echt cool. Und damit natürlich auch das Hauptfeature. Man hat einen MP3-Player an Bord, man hat auch ein Radio an Bord. Und wichtig ist, kann man über die Speicherkarte auch erweitern. Was passt da rein? Genau, eine 32 GB Speicherkarte maximal. Und da geht natürlich eine Menge Musik auch drauf. Dann lass uns noch einmal über den Akku sprechen. Das ist ja auch super wichtig. Das kennt man ja von Nokia, die halt ewig. Wie lange? Ja, also mehrere Wochen. Im Standby. Ganz genau, Standby-Modus. Okay, und natürlich Akku auch austauschbar. Insofern also stundenlanger Musikgenuss garantiert. So, jetzt haben wir mal den Radio angemacht. Der geht auch ohne Antenne eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und jetzt zeigen wir mal, wenn wir hinten die Buds rausnehmen. Dann zeigt hier verbunden Audioausgabe über Zubehör. Und funktioniert. Das ist wirklich clever. Und dann zeige ich mal, wenn ich sie wieder zurücklege, ob es da dann genauso funktioniert. Ausgabe über Telefon. Also das ist wirklich super clever gelöst. So, und damit man die Buds nicht verliert, verschwinden die natürlich hier unter dieser schiebbaren Klappe. Und was auch ganz cool ist, versuche ich nochmal zu zeigen, ist magnetisch, so wie man es auch kennt. Und geht easy raus und auch super easy wieder rein. Klappe zu und die Dinger sind versorgt. Akku ist dabei. Also wirklich smart, Markus. Jetzt ist ja die Frage, ist das Produkt schon verfügbar und was kostet es? Das Produkt ist schon verfügbar und liegt bei 90 Euro. Ja, also da bin ich gespannt. Wenn ihr gelernt habt, dass in einem Feature-Phone auch das Ladecase für Wireless Earbuds sein kann, dann lasst uns ein Like da. Schreibt mal rein, ob das ein Thema für eure Kunden ist, dieses Produkt. Wir sind echt gespannt. Dann abonniert den Kanal natürlich, Glocke setzen nicht vergessen. Und dann gibt es bestimmt noch mal ein paar so innovative Produkte, die der Markus immer anschleppt. Bis zum nächsten Mal.